Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir sind auf jeden Fall nicht in Wien. Mikro war nicht richtig drin. Mister Isolino ist mal wieder am Start. Wie geht's uns? Gut, regnerisch. Regnerisch. Falls ihr euch noch erinnern könnt, hier irgendwo hat mich Baran abgeholt, als wir dieses Pizza Napoli Video gedreht haben. Und schaut mal, wer da wieder ist. Wie geht's, Bro? Alles fit? Danke bei dir. Alles super, Bro. Ah, servus, was geht, Bro? Ich bin bei dir. Man fühlt sich wie Shirin David, Digga. Ich geh hinter, Bruder. Komm, ich will ein Interview mit dir. Junge. Kennst du, kommst gerade Regenschirm, wir sind einfach. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, hier vorne zu sitzen als Beifahrer ist echt unangenehm, Mann. Ja, ein bisschen eher als geht. Der Range hat 9 Meter Beine, Alter, deswegen. Ja, deswegen. Aber dieses Auto, ich sag so wie es ist, das wäre genau mein Auto. Türen gehen automatisch zu, ich muss sie mal zumachen. Er kann von vorne. Für lange Trips ist entgegen. Fangen wir mit Burger an? Oder willst du umgekehrt anfangen? Nein, Burger ist besser. In diesem Sinne, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir werden heute zwei Sachen testen gehen. Ich habe einen TikTok gesehen von so Cinnamon. Weißt du, das ist in der Stadt? Bro, da ist eine Schlange dahinter. Es gibt einen YouTuber, der hat hier in München einen Burgerladen aufgemacht. Laso, genau, der ist von John Broke und von Osan. Liebe Grüße gehen raus. Ja, ich habe mir jetzt mal gedacht, wenn ich schon in München bin, dann schauen wir uns mal diesen Burger an. Hier ist das wunderschöne Rumors, wo Luciano immer schläft. Ich werde ihn hier irgendwann erwarten. Ob er will und nicht. Sind die Scheiben hinten dunkel? Ja, die sind dunkel. Bruder, das ist ausziehen, der andere VIP. Ausziehen. Der soll einfach nur der Beste in München sein, aber bin ich glücklich. Oh. Ich würde es dem auch gönnen. Laso, gell? Ja, der ist funny, der Typ. Uncle Smash in München. Adresse? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Belgradstraße. Genau. Right there. Sucht aus, was ihr euch wollt, Jungs. Vorzugt ihr so Chicken oder so normales Fleisch? Also normales Cheese. Cheeseburger muss ja normal. Die Foundation, weißt du, die Basis, die muss sitzen. Dein und Lukas Video, ich schau alle. Danke, Bruder, ich küsse dein Herz. Ja. Schießt du mit Cheese, gell? Auf jeden Fall ein Restaurant mit 10, 12 Sitzplätzen, klein, stylisch, ist auch die erste Filiale. Und ich finde es auch, man muss nicht übertreiben bei der ersten Filiale. Wenn es ein kleiner, authentischer Laden ist, der coole Burger anbietet, dann bin ich glücklich. Dann nehme ich sogar Takeaway und gehe, wenn es gar keinen Sitzplatz gibt. Am Ende ist eine Sache wichtig. Fleisch gut, Brot gut und sind die Hausaufgaben gemacht. So für mich. Die einzigen zwei Burger-Restaurants, die so gesagt Halal-Fleisch in Burgern anbieten, sind, glaube ich, nur die hier. Und Food Brother. Nee, es gibt noch. Meet & Bun und auch das andere. Unique Burger. Es gibt schon ein paar mit. Ah, okay. Taste My Burger ist auch krass. Wir werden auf jeden Fall alle Burger testen. Einfach komplette Karte. Und werden in jeden Burger mal reinbeißen und schauen, was sie so können. Wie gut die sind oder wie nicht gut sie sind. Wir werden es rausfinden. Das ist der Spicy, also einfach Cheeseburger mit scharf. Dann das ist der Chili Cheese und das ist der Cheese. Hey, ich bin am Überlegen, Jungs, wollen wir rausgehen? Oh. Dankeschön. Draußen ist einfach besseres Licht. Das ist Chili Cheese. Boah, okay. Juicy Things. Finde ich richtig geil. Käse ist schon genug drin. Ja? Okay. Ist ja auch scharf oder einfach nur so ein bisschen Jalapeno-Geschmack? Man sieht, hier ist auch schon eine scharfe Soße. Oh. Ich habe so eine Soße selbst schon mit so anderem arabischen Essen und so gegessen. Das ist so eine kleine rote Flasche. Ja. Soll ich sagen, tupfst du das so ein? Nein. Ich glaube, das ist diese Paste, die du so. Ja. Ihr könnt mal gerne in den Kommentaren aushelfen. Ich finde das mit dem Brot richtig angenehm. Du hast das Gefühl, dass du so Fast Food richtig essen, weil es so flach ist. Hier einmal Chili Cheese Fries. Der Spicy ist wieder mit Stäbchen markiert. Also der Spicy Chicken. Und das ist der normale Chicken. Danke. Wir haben auf jeden Fall alles hier. Aber bevor wir anfangen, Bruder. Diese Pommes sind entweder Freibad-Pommes aus der Kindheit, was eine sehr schöne Erinnerung ist, oder einfach gehen in die Richtung von Shake Shack-Pommes. Und Shake Shack-Pommes liebe ich, weil die sind so geriffelt, die nehmen auch gut Soßen mit und sowas. Also, das sind auf jeden Fall mein Lieblingspommes. Mhm. Safe. Überall, wo die Gabel drin ist, ist spicy. Schon, wenn du spicy willst, nimm spicy. Ein Salatblatt, Essiggurke, eine, zwei, eine dünn geslicete komplette Tomate, so gesagt, Käse, ein Patty, unten nochmal ein bisschen Cheese mit Butter angetoastetes. Brot, sehr, sehr geil. Bismillah. Guten Appetit. Ich muss das Fleisch mal so probieren. Ich habe bei BK immer Crispy Chicken geholt. Ich wollte immer einen Burger finden, der etwas ähnlich ist, aber krasser. Mhm. Ich sag dir so, der ist ein Endgegner. Also für die Chicken-Liebhaber, der ist top. Schmeckt sehr frisch. Ich muss sagen, Butternote in dem Burger, sehr, sehr wild. Er schmeckt nicht wie ein American Cheeseburger, sondern ist schon so eine eigene Interpretation. So, zumindest so verstehe ich das.
Wow! Es gibt einen Punkt, der mir nicht gefällt. Ansonsten finde ich den Burger gut. Das Fleisch ist das zumindest gar nicht gesalzen bei mir. Ich bin auch so ein Typ, ich mag sehr salzig. Erste Mal, dass ich so einen Burger esse. Es ist ein normaler Cheeseburger, der scharf gemacht wurde. Mit dieser roten... Boah, Mann, warum fällt mir dieser Name nicht ein von dieser Soße? Die riecht nicht asiatisch. Aber egal, die ist auf jeden Fall geil. Der Burger macht absolut Sinn. Hätte ich nicht gedacht. Und auch perfekte Schärfe. Junge, Junge, Junge. Was ich auch sagen muss ist, wenn man so reinbeißt, okay, Brot, Fleisch, Tomaten, Salat, lässt sich alles so schön perfekt matschig durchbeißen. Und ein Smashburger muss genauso sein. Ich muss sagen, ich mag den, weil mir da ein bisschen Salz gefehlt hat, okay. Den sogar viel, viel mehr. Wahrscheinlich, weil du ein bisschen Salz durch die Soßen bekommen hast. Genau. Boah, der ist krass. Der ist geil, gell? Der ist geil, Mann. Ich fang an und du erzählst zu Ende. Ja. In welcher Stadt waren wir? Ah, der reicht schon der Anfang, wenn du willst. Iso und ich, wir waren in Hamburg. Hamburg war das. In Hamburg. Ja, wir rennen so zum Zug, wir hatten noch 15 Minuten. Ich so, ey, lass noch was zu essen, hol schnell bei Burger King. Ich gehe hin, ich bezahle und er so, ich renn schon mal vor zum Zug, ich halte Tür auf. Ich stehe dort, ich so, hey, mach den Burger. Es waren noch 1-2 Minuten, 25 Euro bezahlt für Burger, aber in Zug und die Burger dort gelassen. Oh, schlimmste Geschichte in meinem ganzen Leben. Oder der Schaffner sagt zu mir, also, ich mach jetzt die Tür zu, gell? Ich so, nein, da kommt noch jemand und so. Okay. Und Randy, so ein Wesh kommt die Treppe runtergelaufen. So, der Schwarze, der gehört zu mir. So, Ladies and Gentlemen, die beißen den Chicken Burger. Klassischer Burger King Burger, ein bisschen gesünder. Schon, gell? Der schmeckt ein bisschen gesünder. Und die Mayonnaise ist süßer, aber das finde ich geil irgendwie. Mhm. Ich bin wirklich, wirklich positiv überrascht. Mir hat ein bisschen Salz gefehlt, mir war ein bisschen zu wenig Zwiebel drauf. Die Butter habe ich auch angesprochen, aber das ist ein Burger, den du essen gehen kannst, wo du Spaß haben kannst. Der Burger kostet, ich weiß nicht, zwischen 6 und 8 oder 9 Euro. Ich sage danke an Uncle Smash, dass ich hier filmen durfte. Schaut vorbei, sagt mir eure Meinung für alle Leute aus München. Probiert diesen Burger. Einfach wie Shirin David fühle ich mich. Bruder, ich will doch einfach nur so erfolgreich werden wie Shirin David. Bro, sie hat sich in letzter Zeit echt viel für so Veganer und so eingesetzt, okay? Ja. So vegetarisch essen, Fleisch, dies, das, wo sie redet die ganze Zeit, okay? Ja. Hat sie Pelz getragen? Bruder, sie macht Werbung für McDonald's. Ach so. Ja, wo ihr Brot ist. Bruder, Money! Ja, natürlich Money, aber nachdem. Sie hat ihren G, was? S? 63. S63 verkauft und dann G-Klasse gekauft. Ja, weil so wegen der Umwelt, die steigt um und bla bla bla. Ich find's irgendwie lustig. Vielleicht macht sie nur Comedy und verarscht uns. Perfekt. Wenn Wind kommt, ich wieder abheben. Ah, nee. Da ist der Fußballverein, Ladies and Gentlemen, der wichtig ist. Und Randy aus München vermisst? Ich höre, ich vermisse München schon immer. München immer, gell? Ja, ich mag's hier. Immer mal wieder hier sein ist schon geil. Ich sage euch so, wie es ist. Das ist hier bodenlos. Ja, die Schlange ist schon wirklich unnötig lang. Ohne Regenschirm wäre das jetzt eine reinste Katastrophe. Boah, ohne Regenschirm wäre das vorbei. Ich weiß, wer mich daran erinnert hat. Schöne Grüße an meine Mom, sie hat mich daran erinnert. Hey, ich wollte doch was drehen und so. Ich muss doch Regenschirm mit. Boah, stimmt, danke dir. Herzlich willkommen bei Cinemood. Wir standen ungefähr 10 Minuten. Ich bin ehrlich, die Schlange sah länger aus, als sie ist. Sieht sehr weich aus, sieht sehr gut aus. Sehr viele Kreationen. Ich habe das schon 2-3 Mal schon gegessen. Wir würden einmal gerne die Classic nehmen. Das ist die hier wahrscheinlich, richtig? Zwei? Oder willst du mehr? Noch für deine Mom oder so? Nee, danke. Boah, ich würde sagen, den Cookie. Ja, er sieht sehr geil aus. Ja, Ladies and Gentlemen, es gibt auf jeden Fall eine große Auswahl. Man kann noch Kaffee, normale Getränke holen, vegane Rolls, Fruity Rolls und die Classic Rolls, so gesagt. Eine Classic Roll, 3,90, finde ich, ist ein top fairer Preis. Der Laden ist sehr, sehr girlish eingerichtet, aber sieht cool aus. Ich hoffe mal, dass die jetzt einfach schön weich sind. Lecker schmecken. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wir haben einmal Cookie Dough auf jeden Fall genommen und einmal den Classic. Weißt du, was ich frage? Ist das Eis oder ist das so eine Paste, so eine Creme? Das ist Cookie Dough. Das heißt Cookie Teig. Also ungebackener Teig. Ja, genau. Keine Ahnung, wie es essen soll. Sauerei. Okay. Weiß einfach rein. Ist krank, oder? Krank? Was ist das? Oh. Gibt schon so ein bisschen Nussschnecki-Vibes und so vom Bäcker. Kannst du natürlich nicht vergleichen. Aber dieses Ding ist so weich, dass es automatisch runtergeht. Auf Bro. Boah, Bruder. Das Ding ist geisteskrank. Echt? Hat sich's gelohnt, das war? Boah, 100%. Junge, das ist eine 10 von 10. Wenn die immer so schmecken, wie das jetzt gerade geschmeckt hat und das ich reingebissen habe, ist eine 10 von 10. Ich will das Video nicht in die Länge ziehen. Danke fürs Einschalten. Kuss geht raus. Bad an sein Insta ist unten verlinkt. Wie ist Cookie doch? Krank? Bruder, lass nach Hause kommen. Lass nach Hause kommen. Too late.
habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Ihr habt ein Instagram-Profilbild, ja? Und ihr kennt es, wenn diese Sachen so klein sind, man kann diese Bilder nicht erkennen. Jetzt sagen wir mal, ihr erkennt es nicht. Ihr wollt einfach nur mal schauen. Dann macht ihr so mit drei Fingern da drauf und boom, seht ihr das Bild in einer Größe, als wäre es ein Foto auf Instagram. Viel Spaß damit.